Nächste Woche, wo denn? In Berlin. Berlin. Boah. Ich bin Max, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere im 5. Semester Social Media Systems und habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht, habe damals ein bisschen fotografiert, ein bisschen videografiert. Inzwischen begleite ich Künstler, Musiker quer durch Europa, begleite Touren. Ich habe das Glück, dass mein Studium die Werte vermittelt, die ich meiner Selbstständigkeit brauche. Genauso kann ich dann im Prinzip am Wochenende anwenden, was ich unter der Woche im Studium lerne. Natürlich bedeutet aber dieser Mix immer mehr Stress. Gerade meine Wochenenden leiden natürlich unter der Selbstständigkeit. Ich habe aktuell einen Stundenplan, der mich nur von Dienstag bis Donnerstag in der Uni hält. Vor allem struggle ich bei Hausarbeiten. Denn Hausarbeiten, die ich früher häufig um 23.30 Uhr noch an meinem Schreibtisch oder im Bett geschrieben habe, schreibe ich heute in Flugzeugen, Hotels und Tourbussen. Meinem 5-jährigen Ich würde ich im Prinzip sagen, es funktioniert alles schneller, als du denkst. Ich habe damals einen Podcast gehört und dachte mir so, boah, wäre schon ein cooler Job. Und dass ich jetzt 5 Jahre später da schon stehe, wäre für mich damals undenkbar gewesen. Ich glaube, ein Job ist der einfachste Weg, um einen Job zu finden. Ich habe viele Kontakte, die mir immer mal irgendwas anbieten und mir da weiterhelfen, aber gerade allgemein kann ich mir gut vorstellen, dass eine Jobbörse eben noch besser finden könnte, was ich suche. Es sind auf jeden Fall mein Organisationstalent, meine Kreativität und meine Spontanität. Spontanität, ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich bin tatsächlich dieses Jahr an einem Sonntag auf einem Geburtstag in Berlin gewesen, vor einem großen Influencer-Netzwerk. Ich wurde noch gefragt, ob ich nicht am Dienstag wieder auf die Fashion Week fliegen wolle. Ich habe mich dann spontan dazu entschieden, Mittwoch mit dem Auto nach Mailand runterzufahren. Hatte 2 Stunden Schlaf, war dann 4 Tage auf der Fashion Week. Mein Organisationstalent ist, glaube ich, ziemlich klar, warum Organisation ist unheimlich wichtig in diesem ganzen Thema. Bei der Kommunikationsfähigkeit denke ich, dass es ziemlich wichtig ist, offen zu kommunizieren. Gerade in meiner Position mit Professoren oder mit Dozenten kommuniziere ich von Anfang an ziemlich offen, von wegen, hey, an Datum X kann ich vielleicht nicht da sein, gibt es die Möglichkeit, mich freizustellen, bevor es am Ende Ärger gibt. In 3 Jahren habe ich hoffentlich meinen Bachelor fertig. In 3 Jahren habe ich hoffentlich noch das Glück, so viel reisen zu können und so viel rumzukommen durch meinen Job, so viel von der Welt zu sehen, so viele Menschen kennenzulernen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich in 3 Jahren nicht mehr vollständig in meiner Selbstständigkeit stecke, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass ich in 3 Jahren eben nochmal einen kleinen Abstecher in die klassische Agenturenwelt mache. Ich glaube, ich habe meinen 100%igen Traumjob, sage aber, dass ich in eine Festanstellung gehen würde, für den Grund, abgesichert zu sein, gerade mit Krankenversicherung und Co. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, in eine Agentur zu gehen oder zum Label zu gehen, wenn die quasi eine Stelle erschaffen, die genau das macht, was ich mache. Was ich tun würde, wenn ich meinen Traumjob in der Form jetzt nicht ausüben würde, das ist eine unheimlich schwierige Frage, denn im Prinzip bin ich in ziemlich vielen Themen interessiert. Ich werde auch immer mal gefragt, was würdest du studieren, wenn es deinen Studiengang nicht gäbe, weil der ja auch noch recht modern ist. Also ich kann mir unheimlich gut vorstellen, in Politikwissenschaften reinzuschnuppern. Ich könnte mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, Medizin oder irgendwas zu machen. Also wirklich einen kompletten Wandel zu machen.